einer sicher der größten Marktplatzexperten, den wir haben, sagen wir, in Europa. 2012, größter Marktplatzhändler bei eBay Motors. Ich habe rund zwischen 30.000 und 45.000 Transaktionen pro Monat abgewickelt. So, hallo, willkommen zum Amazon-Talk. Und zwar geht es heute um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mit dabei sind Franziska und Maximilian von Amazon. Hintergrund ist der, dass wir euch rechtzeitig darauf vorbereiten möchten, was zu tun ist, um den Anforderungen der Extended Producer Responsibility gerecht zu werden. Aber jetzt stellt sich erst einmal Franziska und dann der Reihe nach Maximilian vor. Franziska, hi. Hi Marc, vielen Dank für die Einleitung. Ja, ich bin Franziska, ich bin schon eine ganze Weile bei Amazon, etwas über 9 Jahre, immer im Marketplace, habe also doch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich und freue mich, hier heute dabei zu sein. Ja, hi. Danke Marc für die Intro und die Einleitung. Ich bin Max, ich bin als Marketplace Consultant bei Amazon tätig. Das heißt, ich habe ein Portfolio von VerkaufspartnerInnen sozusagen, die ich betreue. Und daher ist natürlich EPR ein super wichtiges Thema, bei dem ich auch täglich unterstützen kann. Von daher danke für die Möglichkeit, dass wir heute dabei sein dürfen, Marc. Ja, ich finde es überhaupt ziemlich, ziemlich klasse, dass ihr so nah jetzt auch an die Händler rangeht. Also ich finde es auch ein Privileg für die Händler, dass ihr das genauso macht. Ja, du hast es eben schon in der Short Version gesagt, EPR. Die Frage ist, was ist jetzt eigentlich die erweiterte Herstellerverantwortung? Was bedeutet das? Ja, also EPR steht einmal natürlich, ist ein englischer Begriff, steht für Extended Producer Responsibility, auf Deutsch sozusagen die erweiterte Herstellerverantwortung. Am Ende vom Tag ist es eine Umweltauflage der EU im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Das heißt, der Hersteller und auch die VerkaufspartnerInnen werden für beispielsweise eben den Verpackungsmüll verantwortlich gemacht und zahlen daneben Umweltabgaben, um diese Produkte, die in den Verkehr gebracht werden, dann auch eben recyceln zu können beispielsweise. Das heißt, man versucht hier sozusagen die Entität, die das Produkt oder ein Produkt zuerst auf den Markt bringt, natürlich auch verantwortlich zu machen für den gesamten Produktlebenszyklus von Design bis hin zur Entsorgung. Ich finde das auch ehrlich gesagt großartig, weil das dass wir jetzt auch hier sehen, dass die Plattformen ein bisschen auch mit in die Verantwortung reingezogen werden und darauf achten müssen, dass die VerkaufspartnerInnen hier auch ihre Obliegenheiten erfüllen. Das sorgt auch gerade in einem internationalen Kontext für verdammt viel Fairness. Und das ist eine großartige Sache. Und ja, danke, dass ihr euch auch darum kümmert, dass die Händler die entsprechenden Anleitungen erhalten. Ja, wie sieht das denn aus, den Weg zur Compliance für einen Amazon-Seller? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Also heute ist der Punkt ja so ein bisschen oder der Fokus auf der Kategorie Verpackung in Deutschland. Genau, danke Marc für den Slide. Generell ist es so, dass auch andere Kategorien eine sehr, sehr ähnliche, ich sag mal, einen sehr ähnlichen Weg zu Compliance haben, aber da heute so ein bisschen ja auch der Fokus auf der Verpackungskategorie in Deutschland ist. Ja, was muss man machen? Also zuerst registriert man sich mit dem Lucid-Verpackungsregister, also das ist die sogenannte ZSVR, die zentrale Stelle Verpackungsregister, um da eben eine Lucid-Nummer zu erhalten. Und nachdem man sich da registriert hat und diese erhalten hat, geht man einen sogenannten Systemvertrag mit einem dualen System ein. Duale Systeme, da kommen wir später auch nochmal zu. Da gibt es auch eine Liste, die wir bereitstellen bei uns auf der Hilfeseite, wo Händler sozusagen sehen können, welche duale Systeme es gibt. Aber am Ende vom Tag geht man damit dann eben noch einen Vertrag ein. Die stehen auch in Deutschland tatsächlich im Wettbewerb zueinander, sodass jeder Verkaufspartner oder jede Verkaufspartnerin sozusagen am Ende mit diesem dualen System die Rahmenbedingungen eines Vertrags selbst verhandelt. Ja, sobald man diese Registrierungssumme dann hat und den Systemvertrag eingegangen ist, muss man jetzt natürlich auch irgendwie
Amazon davon berichten, dass man eben diese Schritte gegangen ist. Sonst wissen wir ja nicht, dass der Händler dann konform ist oder ob er eben nicht konform ist. Das heißt, man kann diese Registrierungsnummer oder Lucid-Nummer dann bei Amazon in dem sogenannten Compliance-Portal in Seller Central einreichen und sozusagen eingeben. Die Links dazu werde ich nachher im Übrigen sharen unterhalb des Beitrags. Genau, cool, sehr gut. Genau, und soweit man das gemacht hat, gibt es eigentlich nur noch eine Mengenermittlung. Das heißt, es werden dann Absatzmengen ermittelt und darauf basierend dann eben Berichte erstellt, die sowohl das duale System als auch die Lucid bzw. die ZSVR dann sozusagen an die diese Berichte gestellt werden müssen. Dafür bietet Amazon aber auch tatsächlich diverse Hilfen an, unter anderem einen dafür extra designten EPR-Bericht, den man in Seller Central sich sozusagen mal anschauen kann und dann auch Informationen bereitstellen kann. Das dient einfach als sehr gute Hilfestellung, um eben die Berichterstattungspflicht, nenne ich sie jetzt mal, eben da zu erfüllen. Und ja, basierend auf den Informationen im Bericht wird dann die entsprechende Umweltabgabe bezahlt und man ist sozusagen in dem Sinne EPR-konform. Danke dir. Dann kann ich jetzt die Folie schwupp wieder rausnehmen. Ja, warum ist dieses Thema für euch so wichtig? Warum müsst ihr euch dem jetzt annehmen? Was? Ja, das ist klar. Ist natürlich auch Amazon wird immer grüner. Also wir sind mittlerweile der weltweit größte Einkäufer von erneuerbaren Energien und wir arbeiten an Themen wie klimaneutralen Versand. Das heißt, auch Kreislaufwirtschaft ist natürlich für uns ein wichtiges Thema und EPR ist da eben die Antwort der EU auf immer knapper werdende Ressourcen. Das heißt, Amazon selbst beachtet diese Vorschriften der erweiterten Herstellerverantwortung und wir unterstützen natürlich auch, wie gerade schon mal kurz erwähnt, aktiv unsere VerkaufspartnerInnen dabei, die Produkte im Einklang mit diesen Gesetzen in Deutschland dann eben auch zu verkaufen. Und wir als Amazon, als Online-Marktplatz sozusagen, sind ja auch rechtlich natürlich dazu verpflichtet, dass alle VerkaufspartnerInnen gemäß dieser EPR-Bestimmung agieren. Das ist auch der Grund, warum wir tagtäglich bereits diese Konformität unserer Verkaufspartner überprüfen. Und zu guter Letzt, Verkaufspartner sind für uns natürlich unglaublich wichtig. Das sind unsere Kunden und die Verkaufspartner, die so extrem wichtig sind für uns als Amazon und von denen der Marktplatz leben kann. Und deswegen werden wir auch weiterhin alles dafür tun, um diese eben entsprechend zu unterstützen, diesen neuen Verantwortungen gerecht zu werden. Was ändert sich denn jetzt konkret für die Verkaufspartner, weil die Meldung bei Lucid oder Anmeldung bei Lucid hatten ja schon einige vielleicht. Was ist jetzt so der konkrete Moment, wo ist auch das Pflichtmomentum, worauf zu achten ist? Also der wichtigste, der Max hat es ja gerade schon gesagt, Amazon ist gesetzlich verpflichtet, zu prüfen und zu validieren, dass die Verkaufspartner diese Lucid-Registrierungsnummer für Verpackung haben. Und wir bitten natürlich alle Verkaufspartner, diese schnellstmöglich an uns in Seller Central zu übermitteln, denn wir werden ab dem 15. Juni anfangen, Angebote von Verkaufspartnerinnen, die noch keine Lucid-Nummer an uns übermittelt haben, suspendieren, damit wir eben für das Greifen dieser Gesetzgebung zum 1. Juli hin compliant sind. Hier stellt in den Chat jetzt der Hendrik eine Frage. Hendrik, die Frage werden wir nachher im Nachgang beantworten. Da wird der Amazon zur Stellung nehmen. Und zwar geht es in der Frage darum, wann Amazon die Nummern verifiziert. Hendrik, im Nachgang kriegst du von... Oder willst du jetzt dazu was sagen? Ich kann auch gerne jetzt dazu was sagen. Also in der Regel dauert das circa 5 Tage, bis diese Nummer validiert wurde. Genau, da sollte dann eben validiert oder gültig stehen in Seller Central. Okay, prima. Danke dir, Franziska. Dann hätten wir die Frage hoffentlich für den Henrik schon beantwortet.
Ja, zur nächsten Frage. Treffen die Bestimmungen eigentlich auf alle Verkäufer zu, also auch auf Verkäufer mit Selbstversand? Also für wen gilt die erweiterte Herstellerverantwortung? Also die erweiterte Herstellerverantwortung für Verpackung jetzt speziell gilt im Prinzip für alle VerkaufspartnerInnen, die physische Produkte auf Amazon.de verkaufen. Davon sind unter Umständen auch Reseller, also Wiederverkäufer, betroffen und müssen davon eben auch eine Lucid-Nummer beantragen und hochladen. Und es wird keine Unterscheidung gemacht, ob es sich um Versand durch Amazon handelt oder Versand durch den Verkaufspartner. Also alle Verkaufs- oder Versandkanäle sind davon betroffen. Okay, also ist es auch völlig egal, ob jetzt am Ende des Tages der Händler selbst versendet. Also das ist versendet. Genau. Das ist dann egal. Okay. Gibt es denn spezielle Produktkategorien, die hiervon betroffen oder auch eben nicht betroffen sind? Ja, also tatsächlich gibt es verschiedene Produktkategorien für EPR. Das unterscheidet sich auch so ein bisschen von Land zu Land. Und da wird sich wahrscheinlich auch, da es eine EU-Richtlinie ist, auch in Zukunft noch ein bisschen was vertun und ändern. Aber für den Moment wissen wir und kennen die Kategorien in Frankreich. Da sind es beispielsweise 9 Kategorien, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Und in Deutschland sind es eben 3 Kategorien, nämlich Verpackung, Elektronikgeräte und Batterien. Wobei man dazu sagen muss, dass jetzt für den Moment, weil da eben auch die entsprechenden, wie von Franziska eben bereits genannte Deadline sozusagen eingehalten werden muss, ist der Fokus aktuell natürlich stark auf die Kategorie Verpackung in Deutschland. Hier möchte ich auch noch zusätzlich einfügen, dass ihr, wenn ihr am Amazon Seller Central seid, ihr sowohl für Deutschland wie auch für Frankreich die Angaben differenziert, also unterschiedlich machen könnt. Ihr findet bei beiden auch entsprechend immer Links auf den Seiten zu Hilfeseiten. Also so ganz alleine gelassen werdet ihr auch nicht. Ist halt dann ein bisschen Leserei. Aber im Grunde genommen, ich hatte eben in Vorbereitung zu dem Talk jetzt, hatte ich mich auch mal ein bisschen reingefummelt und geguckt, ob das so eine Usability funktioniert und ob die Hilfsangebote okay sind. Sie sind okay. Also von daher alles prima. Ja, sehr gut. Wie kann ich als Verkaufspartner den ERP-Bestimmungen entsprechen? Was ist also zu tun? Im Grunde genommen könnte ich jetzt nochmal die Folie einblenden, auch wenn es eine Wiederholung dann ist, aber ich glaube, die Wiederholung macht Sinn. Ja, definitiv macht Sinn. Das ist am Ende vom Tag nochmal das, worauf es ankommt. Also wie kann man diesen Bestimmungen entsprechen? Jetzt speziell am Beispiel Amazon, also man braucht eben die Kategorie Verpackung, dafür braucht man eben diese sogenannte Lucid-Nummer, die man bei der ZSVR sozusagen beantragt, geht dann diesen Systemvertrag mit dem dualen System ein und dann ist es eben wirklich ganz, ganz wichtig, das ist hier eigentlich ja der Punkt 2, dass wirklich die VerkaufspartnerInnen diese Konformität auch für Amazon bestätigen und dann eben im Compliance-Portal auch eine gültige Lucid-Nummer eintragen und hinterlegen. Sonst, wenn man Amazon davon nicht benachrichtigt, wissen wir es am Ende vom Tag einfach nicht und dann kann es eben zu Problemen kommen. Und an der Stelle, jetzt habe ich eben gesagt, gültige Lucid-Nummer, sei vielleicht auch nochmal der Hinweis gegeben, dass es wirklich sehr wichtig ist. Den Fall hatte ich jetzt in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal gesehen, dass hier wirklich darauf geachtet wird, dass die Informationen bzw. Unternehmensdaten, die im Konto der VerkaufspartnerInnen sozusagen angegeben sind, dass diese auch wirklich übereinstimmen mit den Angaben, die bei der ZSVR gemacht werden. Ansonsten kann es da immer mal wieder zu Validierungsproblemen kommen. Genau, und für andere Kategorien ist das am Ende ein sehr, sehr ähnlicher Prozess. Für Elektrogeräte ist es dann halt nicht mehr die ZSVR oder das Verpackungsregister Lucid, sondern das sogenannte EAR-Portal, also EAR. Aber der restliche Prozess sieht sehr, sehr ähnlich aus. Ja, und jetzt sagtest du, entsprechen, genau, wir hatten es eben schon mal kurz gesagt, am Ende vom Tag ist dann eben nach dieser erfolgreichen Registrierung werden die Absatzmengen an die ZSVR und das duale System berichtet.
darauf basierend Abgaben bezahlt und dann ist man wirklich vollständig konform. Ich nehme die Folie jetzt wieder weg und komme auch noch einmal, also Franziska hatte das eben schon sehr schön gesagt. Ja, was passiert, wenn Verkaufspartnerinnen ihre ERP-Compliance nicht nachweisen können? Ich meine, das müssen wir jetzt nochmal ganz deutlich sagen. Und da darf man jetzt auch nicht sauer auf Amazon sein. Das ist im Prinzip eine Umsetzung der EU-Richtlinie. Dann werden eure Angebote schlicht und ergreifend offline gesperrt. Genau, und zwar ab dem 15. Juni, damit eben die Angebote ja rechtzeitig zu dieser Deadline ab dem 1. Juli runtergenommen worden sind. Das gilt aber, um es nochmal klar und deutlich zu sagen, eben erstmal nur für Produkte, für die wir diese Lucid-Registrierungsnummer benötigt, gilt das erstmal noch nicht. Da gibt es eine spätere Deadline und da werden wir auch wieder eine Registrierungsnummer abfragen von den Verkaufspartnerinnen. Die kann aber bisher noch nicht an uns übermittelt werden, aber wir geben dann natürlich rechtzeitig auf jeden Fall Bescheid. Ja, trotzdem alledem nochmal ganz klar, Deadline 15. Juni mit N, nicht mit L. Das bedeutet, genau. Wo sind wir jetzt? 6. Genau, wir sind im Mai, das heißt, das ist noch etwas mehr als 2 Wochen. Das ist also jetzt auch schon so, dass ihr in der Tat euren Hintern um die Kurve kriegen müsst. Und jetzt lange zu... Franziska, ja? Ja, genau. Ich wollte da noch kurz einwerfen. Dieser Registrierungsprozess, falls man ihn noch nicht durchlaufen hat, also diese Lucid-Registrierungsnummer noch nicht hat, die dauert auch nur ein paar Minuten. Der Vertragsabschluss mit dem dualen System kann dann noch mal ein bisschen dauern. Deswegen ist es wirklich notwendig, sich dann auch wirklich rechtzeitig jetzt direkt nach diesem Videocall am besten darum zu kümmern, falls man diese Registrierungsnummer noch nicht hat. Falls man sie schon hat, gerne direkt an uns im Compliance-Portal übermitteln. Ja, und bitte nehmt das auch nicht auf eine leichte Schulter. Also ich meine, ihr wisst alle, was es bedeutet, wenn Angebote, auch wenn es nur zeitweise von der Plattform verschwinden, dann hat das Impact. Und dann hat das Impact insbesondere auch auf euren Umsatz, nicht nur auf euren Umsatz, sondern halt auch auf euren Ertrag. Und das ist halt auch der Grund, warum wir jetzt hier zu dritt tatsächlich sprechen und versuchen, euch das nahezubringen, dass ihr eben bitte sehr es nicht auf den allerletzten Drücker macht. Letzter Drücker ist ja okay. Ne? Prokrastination können wir als Unternehmer perfekt. Ich glaube, das ist das Erste, was jeder Unternehmer lernt, alles auf den letzten Drücker zu machen. Aber diesmal sollten wir es möglichst nicht auf den allerletzten Drücker machen. Denn das kann uns auch in der Tat tatsächlich schaden. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, alle am 14. fangen wir an, alles einzutragen. Ich meine, ihr solltet auch bedenken, dass jedes System auch seine Ressourcenlimitierung hat. Ne? Also auch hier mit Vorsicht dran gehen. Genau. Gut, was und wo finde ich vor allem als Händler jetzt weitere Informationen zum EPR hier in Deutschland? Da dürft ihr jetzt erzählen, während ich jetzt mal anfange, die Links zu tippen. Gerne. Also wir haben zum einen natürlich in Seller Central sehr detaillierte Hilfeseiten, die ja hoffentlich die Verkaufspartnerinnen auch schon intensiv studiert haben. Die werden auch regelmäßig überarbeitet, damit sie noch mehr oder alle relevanten Informationen natürlich enthalten und auch noch ein bisschen umstrukturiert, damit sie noch übersichtlicher sind. Da können sich die Verkaufspartner mit den länderspezifischen Themen, wie jetzt eben Verpackung für Deutschland, Elektroaltgeräte etc. für Deutschland, was gilt in Frankreich etc. vertraut machen. Dann haben wir ein sogenanntes Verpackungsleitfaden, der kostenfrei runtergeladen werden kann in der Seller University. Wir haben Live-Webinare, die stattfinden. Das nächste ist geplant, soweit ich weiß, für den 31. Mai. Die werden aber auch immer aufgezeichnet und dann unter Seller University verfügbar sein. Wir bieten ein Service-Partner-Netzwerk an,
auf das die Verkaufspartnerinnen zugreifen können, um Unterstützung zu bekommen für die Registrierung, für den Abschluss mit den Systemverträgen, für die Erstellung und Übermittlung von Datenmeldungen etc. Und wir bieten ein Reporting-Tool an, um eben Berichte zu EPR herunterzuladen etc., um diese Mengenmeldungen zu unterstützen. Prima. Jetzt ist das kostenlos. Was kostet der ganze Spaß eigentlich? Ja, auch eine sehr gute Frage. Also die Situation bezüglich der Kosten ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Wie eingangs einmal kurz erwähnt, diese dualen Systeme, zumindest in Deutschland, stehen eben im Wettbewerb zueinander, haben daher auch unterschiedliche Preisangebote und auch Preisstaffeln. Die Preise werden sich hauptsächlich unterscheiden durch die Größe dieser Rahmenverträge, also sprich durch die Absatzmengen und natürlich auch durch das verwendete Verpackungsmaterial, weil am Ende vom Tag ist es einfacher, Papier zu recyceln wie beispielsweise Plastik. Die Verkaufspartner sind aber am Ende vom Tag selbst dafür verantwortlich, um diese Verträge auszuhandeln. Teilweise gibt es aber, das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesehen, eben duale Systeme, die allgemeine Preislisten und Kostenrechner auch bereitstellt und öffentlich anbietet. Ein Beispiel hierfür ist Lizenzero. Danke dir, Maximilian. Muss ich eigentlich sowohl für die Primär-, also die Produktverpackung, wie auch für die Sekundär-, also die Versandverpackung bezahlen? Tatsächlich ja. Also lass mich ein bisschen weiter ausholen. Die Primärverpackung, wie du gerade schon richtig sagst, ist die Produktverpackung, die das Produkt direkt umschließt. Also ich mache jetzt mal das Beispiel an einem Flugkarton fest. Das ist definitiv, muss dafür eben diese Gebühr entrichtet werden. Also sowohl der Verkäufer mit Versand durch Amazon, aber auch Selbstversand muss diese Gebühr für Primärverpackung zahlen. Dann gibt es natürlich noch die Sekundärverpackung. Das heißt, das ist sozusagen die Versandverpackung. Also alles, ich sage jetzt mal den Versandkarton oder die Versandtasche, die dann diesen Schuhkarton beispielsweise umschließen würde. Was aber auch noch zur Sekundärverpackung zählt, ist beispielsweise das Versandetikett oder Füllmaterial, was dann letztendlich zum zusätzlichen Schutz auf dem Versandweg genutzt wird. Und auch da bei dieser Sekundärverpackung ab dem 1. Juli 2022 sind VerkaufspartnerInnen dafür verantwortlich, diese Sekundärverpackung natürlich auch die entsprechenden Kosten bzw. Umweltabgaben abzuführen. Und das gilt auch eben für die Produkte mit Versand durch Amazon. Prima. Wie häufig, ich mache mal kurz einen Exkurs. Danke, dass ihr die Fragen in den Kommentaren stellt. Mhm. Die Fragen werden wir nachher alle sukzessive abarbeiten. Und entweder werde ich sie euch beantworten durch Kommentare oder aber Amazon selbst. Michael, auch für dich, stell konkret die Frage und du bekommst selbstverständlich eine Antwort. Sorry, wir haben eine ganze Menge Kommentare, die wollen wir im Nachgang beantworten. Ja, wie oft muss ich denn meine Verkäufe melden und wie häufig wird die EPR-Gebühr fällig werden in Zukunft? Ja, also diese Berichterstattung erfolgt, ich sag mal, abhängig von der Kategorie, tatsächlich auch abhängig von dem Land und dann zu guter Letzt von dem dualen System, entweder monatlich, quartalsweise oder jährlich. Also da ändert sich natürlich am eigentlichen Betrag dann nichts für den Verkaufspartner oder die Verkaufspartnerin, aber je nach dualem System beispielsweise kann es eben sein, dass man das jeden Monat den Bericht erstatten muss und auch zahlen muss. Manche machen es quartalsweise, manche jährlich. Also da gibt es jetzt keine feste Metrik oder keinen festen Turnus, den man da beachten kann. Aber dazu gibt es auch nochmal genaue Anweisungen, die man auf den jeweiligen Seiten der dualen Systeme oder auch auf den Länderseiten eben finden kann. Wir haben jetzt im Prinzip sogar nur noch eine Frage. Dafür werde ich jetzt nochmal die Folie von uns einblenden. Zumindest ist ja auch alle mal die zweite Folie seht und nicht nur die erste, denn die zweite Frage, die letzte Frage ist tatsächlich die: Und wie unterstützt euch Amazon tatsächlich und was
macht Amazon für euch als Händler? Genau, also hier können wir gerne nochmal auf die Hilfeseiten verweisen in Seller Central. Dann, wie gesagt, auf das Verpackungshandbuch, das in der Seller University ebenfalls in Seller Central heruntergeladen werden kann. Sehr detailliert Anleitungen gibt, was zu tun ist. Dann haben wir eben das Compliance-Portal, wo eben diese Registrierungsnummer jetzt für Lucid, also für Verpackungen, übermittelt werden muss. Rechtzeitig vor dem 15. Juni. Und dann haben wir verschiedene Berichtsmöglichkeiten den Verkaufspartnerinnen zur Verfügung gestellt. Also ebenfalls in Seller Central können die da eingesehen und heruntergeladen werden. Und ganz wichtig natürlich für alle, die noch keine Lucid-Registrierungsnummer haben, auch nochmal der Registrierungslink für um erstmal diese Lucid-Registrierungsnummer zu erhalten. Danke dir, Franziska. Ja, wir sind jetzt auch fast am Ende. Wir haben nur noch 4 Minuten. Möchte ich jetzt noch ein paar Sachen zu den Kommentaren sagen. Achtet bitte darauf, dass ich euch möglicherweise anschreibe und euch um eure E-Mail-Adresse bitte, mit der ihr bei Amazon euch einloggt, respektive einen Link zu eurem Amazon-Angebot. Das brauche ich, damit ich das an Amazon weiterleiten kann, damit dann eure Fragen auch konkret beantwortet werden können. Einige Fragen können hier nicht öffentlich beantwortet werden, weil sie halt sehr auf euren eigenen Account eingehen. Das sehe ich. Andere sind halt, oder da ist es halt nötig, konkret in euren Account reinzuschauen. Die können also jetzt nicht hier so ohne weiteres in den Kommentaren beantwortet werden. Aber ich kann euch versprechen, jeder von euch erhält von mir eine Nachricht und wird von Amazon kurz im Nachgang kontaktiert, um eure Herausforderungen hier zu lösen. Ja, damit sind wir durch. Klasse. Ich hätte es nicht gedacht. Ich fand das krass. 15 Fragen hatten wir uns notiert. Und die haben wir tatsächlich in 27 Minuten durchgehauen. Das zeigt, ja, es ist krass, ne? Wirklich effizient. Ehrlich, wirklich, wirklich effizient, muss ich sagen. Ja, dann bedanke ich mich für die Zuschauer. Ich bedanke mich bei den Zuschauern. Ich bedanke mich bei dir, Franziska und Maximilian und ja auch auf dem Tobias, dass das hier so toll funktioniert hat. Und ich werde jetzt in 3, 2, 1 abschalten, aber nicht ohne den Hinweis noch zu geben, wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, bitte stellt einfach die Fragen. Wir beantworten sie. Dankeschön.